musikalischer Morgenkreis im Kindergarten St. Nikolaus in Lenting. Die Kinder singen gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern Adventslieder. Auch David Schiemann ist mit viel Freude dabei. Allerdings tut er sich mit dem Singen etwas schwerer als die anderen. Denn der Fünfjährige leidet unter einer Sprachentwicklungsstörung. Bei David ist es so, da dreht sich viel um die Sprache. Als Säugling war die Sprache normal entwickelt, aber als er zu uns in die Krippe kam, da stagnierte sie. Also er hat Wörter wie Oma, Opa gesprochen, Mama, Papa und na, aber mehr eigentlich nicht. Und als er zu mir in den Kindergarten wechselte, da haben wir auch nicht mehrere Wörter gesprochen, beziehungsweise hat die Sprache auch verweigert. Und jetzt sind wir noch dran, schauen, was eigentlich los ist. Und es besteht halt der Bedacht für einen selektiven Mutismus oder Autismus-Spektrumstörung oder auch eine Sprachapraxie. David braucht deshalb individuelle Förderung. Die bekommt er von Julian Demmel. Der 29-jährige gelernte Restaurantfachmann war 4 Jahre lang in Ingolstadt als Schulbegleiter tätig. Dort hat er seine Liebe zum Beruf entdeckt. Ich habe erst mal das Ganze angeschaut, ob das Ganze auch etwas für mich ist. War dann auch so, dass ich in Friedrichshofen in die Grundschule gekommen bin und habe in der ersten Klasse ein Kind unterstützen dürfen, das an ADHS gelitten hat. War dann auch für mich eine sehr schwierige Situation, aber da ich selber als Kind mit ADHS zu kämpfen hatte, war das für mich so, dass ich dem Kind wirklich dadurch ganz, ganz viel helfen konnte. Seit einigen Monaten arbeitet Julian Demmel nun bei den Maltesern und begleitet David durch den Kindergartenalltag. Dabei versucht er, möglichst viel mit ihm zu reden, um seine Sprache zu verbessern und ihn in die Gruppe zu integrieren. Da der David noch nicht gut sprechen kann, wiederhole ich ganz oft die Wörter, zum Beispiel, wir gehen jetzt in den Rhythmikraum. Das versuche ich einfach Unterbewusstsein, das immer noch mal einzuprägen, dass ich öfters immer die Wörter umschreibe, dass ich sage, David, jetzt gehen wir in den Rhythmikraum, in den Rhythmikraum haben wir ganz viel bauen, haben wir ganz viel Spaß, dass er auch die Wörter öfters hört, ein bisschen im Unterbewusstsein abspeichert und dann auch ein bisschen wiedergeben kann besser. Und das funktioniert in einigen Worten auch ganz, ganz gut. David ist im Kindergarten in Lenting nicht das einzige Kind mit einem Individualbegleiter. Insgesamt sind es 4. Für die Pädagoginnen ist der Begleitdienst in vielen Bereichen eine wichtige Unterstützung. Der Individualbegleiter unterstützt die dann in dem, dass er da ansetzt, wo die Kinder selber nicht mehr weiterkommen. Das heißt, er ist für sie Sprachrohr, er ist für sie Vermittler. Er schafft einer die Auszeiten, die sie brauchen, wenn sie eine Wahrnehmungsbeeinträchtigung haben, wenn die Reize zu groß sind und wenn die Kinder in der Gruppe eigentlich total überfordert sind. Dann nimmt der sie mit, sie machen eine Auszeit in einem anderen Raum. Wenn die Sprache nicht da ist, dann ist er Sprachrohr und vermittelt bei Konflikten, bahnt soziale Kontakte an, wenn es eine soziale Auffälligkeit ist. Im Rhythmikraum können sich David und die anderen Kinder austoben und miteinander spielen. Aber auch sonst hat Julian Demmel viel Zeit für seinen Schützling und nimmt ihn auch mal aus der Gruppe heraus, wenn es ihm zu viel wird. Oder er geht mit ihm und den anderen Kindern die Kaninchen füttern. Am wichtigsten ist für Julian Demmel, die Kinder durch seine Arbeit fit für ihr weiteres Leben zu machen. Wenn mir Kinder sehr wichtig sind, ich will, dass Kinder eine bessere Zukunft haben, auf jeden Fall. Dass Kinder auch mehr lernen, auch zum Beispiel, wenn der David mal oder andere Kinder auf eine Schule gehen, dass sie es leichter haben, wesentlich leichter haben, im Unterricht aufzupassen, mitzukommen. Natürlich auch, die freudig sind am Reden selber, also je nachdem, was die Kinder für Defizite haben. In meinem Fall jetzt der David, dass der David einfach, wenn der David in die Schule kommt, die Wörter versteht, mitschreiben kann, rechnen kann, dass er einfach ein bisschen besser da drin ist. Seit er Julian als Begleiter an seiner Seite hat, lernt David immer besser sprechen und blüht auf. Die beiden sind mittlerweile ein richtig eingespieltes Team. So wird es bestimmt auch bald mit dem Singen klappen.